Hallo und herzliche Grüße aus Hannover, aus der Staatskanzlei und herzlichen Dank für alle Aktivitäten, die in diesem Jahr zum 76. Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Truppen in Nordwestdeutschland am 4. Mai 1945 stattfinden. Diese letzten Kriegstage und vor allen Dingen dann die Kapitulation selbst markieren vielleicht so etwas wie den absoluten Tiefpunkt in der deutschen Geschichte. Von deutscher Hand war ein Krieg angezettelt worden, dem Millionen von Menschen zum Opfer gefallen sind. Die Gewalt, die von Deutschland ausgegangen ist, kam mit unglaublicher Härte auch nach Deutschland zurück. Und am Ende des Krieges, da waren große Teile unseres Landes zerstört, Millionen von Menschen auf der Flucht. Aber das allein war noch nicht alles. Während des Krieges hatte das in der Menschheitsgeschichte größte Verbrechen ebenfalls von deutscher Hand stattgefunden, nämlich die millionenfache Vernichtung von Juden und von vielen anderen Gruppen, die den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge gewesen sind. Für immer werden die Ereignisse dieser Jahre, die mündeten in der bedingungslosen Kapitulation, mit unserer Geschichte verbunden bleiben und wir müssen uns dieser Geschichte auch stellen. Das tun Sie in Lüneburg, in Wendisch-Ewern, in all den Aktivitäten rings um das Gedenken am Timmelow-Berg. Und ich bin ausgesprochen dankbar dafür. Insbesondere auch dafür, dass Sie einen sehr engen Kontakt mit Schülerinnen und Schülern suchen. Je länger der zeitliche Abstand zwischen dem Kriegsende vor mehr als einem Dreivierteljahrhundert und der Gegenwart dauert, desto schwieriger wird es ja einer jungen Generation gegenüber zum Ausdruck zu bringen, wie wichtig bis heute diese historischen Ereignisse gewesen sind. Denn wir wissen auch, es ist nicht nur ein reines Gedenken, es ist vor allen Dingen auch ein Auftrag. Dieser Auftrag aus dem dunkelsten Kapitel unserer deutschen Geschichte lautet, nie wieder so etwas geschehen zu lassen. Beginnend mit der Abschaffung der Demokratie, der Verletzung von Menschenrechten bis hin zu einem Angriffskrieg, der in der Menschheitsgeschichte seinesgleichen sucht. In diesem Sinne also ganz herzlichen Dank für diese wertvollen Aktivitäten. Und es ist wahr, jedenfalls für mich ist dieser Tag der Kapitulation auch ein Tag der Befreiung. Und diese Befreiung dauert bis heute fort. Alles Gute!